So, einen schönen guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen wieder heute hier zum Webinar Täglich neue Handelsideen, präsentiert von Tickmill. Chats sind an, das sollte alles soweit funktionieren. Wenn Fragen sind, bitte gerne direkt in den Chat, auch wenn es irgendwelche Währungspaare gibt, wo ihr gerne mal einen Blick drauf werfen würdet. Einfach kurz in den Chat klimpern und dann schaue ich mir das Ganze auch gerne mal an. Okay, deswegen, bevor wir loslegen, ganz wichtig, kleiner Risikohinweis, ja, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist bitte auch nicht für jeden Anleger geeignet. Ja, wir haben bei jedem Trade, den wir eingehen, das Risiko, Geld zu verlieren. Deswegen tradet bitte nur mit Geld, was ihr euch leisten könnt, zu verlieren. Und nehmt auch nur dann Trades, wenn ihr wirklich wisst, wie die Märkte funktionieren und auch wie die Produkte funktionieren, die ihr da handeln wollt. Ganz wichtig, das, was wir hier jetzt heute machen, ist bitte keine Anlageberatung, keine Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte, sondern es ist rein meine subjektive Sicht der Dinge. Solltet ihr Trades umsetzen wollen, macht ihr das selbstverständlich auf eigenes Risiko. Okay, werfen wir einen Blick in die News von heute. Loan Prime Rate aus China ist gekommen. Ja, das kommt relativ häufig in der letzten Zeit. Ist hier zwar gerne mit drei Bullenköpfen markiert, aber ist jetzt normalerweise nicht so wirklich wichtig. Erzeugerpreisindex, naja, ungefähr gekommen wie erwartet. Kaum Bewegung drin, alles nicht so wirklich wild. Um 13.30 Uhr haben wir EZB-Sitzungsprotokoll. Das könnte für Bewegung sorgen, insbesondere im Euro. Wir haben gestern schon das FOMC-Sitzungsprotokoll gehabt. Abends, da sind diesmal die großen Bewegungen eigentlich schon im Vorfeld gelaufen. Ab 20 Uhr war dann am Währungsmarkt doch relativ Ruhe angesagt. Gar nicht allerdings bei den Indizes, da können wir gleich mal drauf schauen. Die haben gestern ziemlich heftig reagiert auf die Aussagen der Fed und nicht unbedingt positiv. Das werden wir uns also mal anschauen, ob das heute vielleicht Einstiegsgelegenheiten sind oder ob wir vielleicht tatsächlich jetzt an einem Trendwechsel stehen. Dann haben wir um 14.30 Uhr auch wieder wichtig heute die Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Ich glaube, wenn die jetzt noch schlechter kommen als erwartet, nach den Ankündigungen der Fed von gestern, dass sie doch ein sehr großes Risiko für die US-Wirtschaft sehen aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, dass sie nicht davon ausgehen, dass sich die Wirtschaft schnell erholt, sondern dass es weiterhin heftige Auswirkungen geben wird. Ich glaube, wenn jetzt noch die Erstanträge schlecht werden, dann kriegen wir heute nochmal einen kräftigen Abverkaufstag. Also Indexpositionen vor 14.30 Uhr, vorsichtig heute. Ja. Gut, Philly Fed kommt noch 14.30 Uhr und dann haben wir um 19 Uhr noch Daily, ein FOMC-Mitglied, jemand, der eben im Federal Open Market Committee sitzt. Der hält noch eine kleine Rede um 19 Uhr, ist aber wahrscheinlich relativ unwichtig, besonders nach gestern, da wird wohl nichts Neues mehr mit dazukommen. Okay, ich hole mir gerade noch kurz den Chat rein. Dann habe ich nämlich gerade gesehen, dass ich den hier, den Facebook-Chat, noch nicht drin habe. Und da habe ich ja hier immer das kleine Problem, dass ich mich über einen zusätzlichen Facebook-Kanal einloggen muss, damit ich hier die Fragen sehen kann. So, das sollte funktionieren, alles klar. Ja, Gerhard, Ludger, schönen guten Morgen. Prima, dann gucke ich mal kurz, was wir hier noch an Kommentaren drin haben. Okay, also ich sehe immer nur die letzten vier Kommentare, falls ihr irgendein Währungspaar noch erwähnt hattet, wo wir heute drauf schauen sollen, packt das bitte gerne nochmal rein. Ansonsten gehen wir jetzt mal direkt hier in die Märkte und schauen mal, was wir hier an Handelschancen finden. Also
Ich starte mal mit den Indizes, weil wir da doch gestern ziemlich starke Bewegungen gesehen hatten. Also ich wiederhole noch mal kurz, was wir für gestern auf dem Schirm hatten. Ja, wir haben gesagt, ganz klar, wir haben im S&P 500 immer noch das Problem, dass wir hier oben an diesen All-Time-Highs hängen. Wir sind über die letzten Tage, ich vergrößere das mal ein bisschen, über die letzten Tage immer wieder hier abverkauft worden, wenn der S&P 500 Richtung All-Time-High gelaufen ist. Und jetzt haben wir gestern genau das Gleiche wieder gesehen. Kurz ein neues All-Time-High sogar und dann sofort hier der Abverkauf, der sich auch in der Nacht hier weiter fortgesetzt hat. Allerdings, ja, wir sehen das, eine wirklich große Bewegung ist hier noch nicht gelaufen. Wir haben ganz kurz dieses letzte Zwischentief hier unterschritten. Ich packe es mal kurz in den Chart rein. Ja, wir sind also einmal kurz unter dieses letzte Zwischentief gegangen, kommen jetzt aber hier gerade schon wieder zurück. Ich meine, ganz ehrlich, wenn es so läuft wie die letzten Tage, dann war Fed jetzt mal kurz ein kleiner Aufreger. Ja, am Ende haben sie nichts Neues gesagt. Das ist, glaube ich, jedem Marktteilnehmer klar, dass die wirtschaftliche Situation, wie wir sie im Moment haben, alles andere als gut ist. Ja, dass die Fed jetzt nochmal sagt, hey, das ist wirklich eine schlimme Situation und wir rechnen hier mit weiteren Problemen. Das ist in der ersten Sekunde natürlich mal ein Aufreger. In der nächsten Sekunde heißt es für viele Händler, wow, okay, die Geldflut geht weiter. Ja. Und ich bringe das morgen mal mit, was antizipiert wird für die Bilanz der Fed für die nächsten Jahre, damit er mal ein bisschen ein Gefühl kriegt, mit was für Kapital in den Märkten wir hier in der nächsten Zeit noch rechnen können. Das ist ziemlich heftig. Da gibt es ein paar schöne Untersuchungen, ein paar schöne Analysen, was da erwartet wird von Seiten der großen Banken. Da sind wir also mit Liquiditätszuführungen in den Markt noch lange nicht fertig. Und diese Situation, wie sie gestern gekommen ist, ist ja am Ende nichts anderes als eine weitere Bestätigung dessen, dass die Fed bereit ist, hier alles zu tun, um die Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten und dann entsprechend eben auch weiter Geld in die Märkte zu pumpen. Also, soweit im S&P, wie gesagt, wenn es läuft wie die letzten Tage, dann sehen wir so etwas hier. Ja, dann sehen wir hier vielleicht zwei rote Kerzen und dann geht die Fahrt nach oben weiter. Ja, wenn wir Pech haben, dann sehen wir sowas wie hier. Ja, würde mich allerdings jetzt ein bisschen verwundern, weil das große Event eben gestern Abend schon durch war. Wir sehen, dass die Bewegung insgesamt recht klein war. Wir hatten die ganzen letzten Tage eine relativ enge Handelsrange hier im S&P. Das hat sich gestern nicht geändert. Ich glaube, wenn das jetzt ein Market Changer wäre, dann hätten wir eher sowas hier gesehen. Haben wir nicht. Von daher hier noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Und da müssen wir erstmal nochmal gucken, wie das Ganze weitergeht. Im Dow die Situation ähnlich. Da hatten wir aber gestern schon gesehen, dass wir hier in eine nicht besonders bullische Formation reinlaufen. Ja, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, den sechsten Tag inzwischen in Folge, wo die Kurse hier rot sind, also deutlich unterhalb der Eröffnung stehen. Der hat auch das gestern hier gar nicht mehr geschafft, ein neues Hoch zu machen. Also Dow im Moment bei den US-Indizes, bei den großen hier so ein bisschen der Laggard wieder mal, der also hinterherläuft. Ist ja auch der einzige, der hier noch nicht am All-Time-High ist, abgesehen natürlich von den kleineren, vom Russell 2000 und so. Aber S&P gestern ein neues Hoch gemacht, Nasdaq ja sowieso permanent neue All-Time-Highs und der Dow läuft hier hinterher und da hatten wir gestern auch gesagt, das ist nicht der Kandidat zum Kaufen, weil der einfach schwach ist im Moment. Unser Kandidat zum Kaufen ist viel eher dieser hier, der Nasdaq. Und da lagen wir sehr richtig gestern. Wir haben hier eröffnet, hier oben, ja, rote Kerze, da oben haben wir eröffnet und haben uns auch, als wir das Webinar gestern hatten, hier doch im oberen Bereich befunden. Und haben aber ganz klar gesagt, hey, Ausbruch aufs All-Time-High, ja, am Handelstag gestern, also quasi von heute dann vorgestern, habe ich noch ganz deutlich dazu gesagt, ist meistens keine gute Idee, nach so einem starken Momentum-Tag hier direkt zu kaufen, sondern es würde Sinn machen, wenn man denn hier long gehen möchte, zu warten, dass wir dieses Ausbruchslevel hier testen. Das ist jetzt passiert.
Also vielleicht war tatsächlich die Fed gestern hier für die Nasdaq-Händler nochmal eine Möglichkeit, einen neuen Einstieg zu nehmen. Ja, hier nochmal neue Positionen aufzubauen. Und wir sehen ja auch, dass heute, gehe hier mal auf den 15 Minuten, ja, dass also hier seit, was haben wir hier, 5:30 Uhr, ja, also seit heute Nacht, hier gab es dann noch einmal einen kräftigen Abverkauf und seit heute früh quasi 5:45 Uhr, kurz vor 6, sind wir so ein bisschen hier wieder in der Aufwärtsbewegung. Ja, im Moment ist das gerade auf der kurzen Zeitebene, die wir hier sehen, ganz klar Momentum ist hier zur Abwärtsseite, hier ist Momentum, hier ist Momentum. Das, was im Moment hier läuft, ist so eine kleine Korrektur. Ja, die ist bis jetzt hier gerade mal an diese Zwischenlevel gegangen, also noch nichts Wildes, noch nichts Großes, ja, also nichts, worauf ich jetzt hier kaufen würde, zumal es durchaus sein könnte, dass wir hier durchaus auch so eine Art Game Changer gestern gesehen haben und wir vielleicht doch tatsächlich so ein bisschen weiter zurückkommen. Hier auf dem Stundenchart sieht man es ganz schön, sehr dynamische Abwärtsbewegung, ja, deutlich unter dieses letzte Spike-Tief auch gegangen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Das Früheste, was man hier machen kann, ist dann auf dem Stundenchart zu schauen, wann sich hier wieder ein Aufwärtstrend ausbildet, dem vielleicht zu folgen. Aber wie gesagt, ich würde an eurer Stelle hier vielleicht eher warten, bis 14:30 Uhr die Zahlen raus sind, die Arbeitsmarkt betreffen und dann mal schauen, wie sich die Indizes am Nachmittag verhalten. Aber prinzipiell ist hier soweit im großen Bild, ja, Tageschart noch alles in Ordnung. Also wenn Kaufkandidat, dann hier am ehesten der Nasdaq. Ja. Beim DAX haben wir ein ähnliches Bild wie im Dow, haben wir gestern auch gesagt. Das ist ganz klar für mich kein Kaufkandidat. Jetzt vielleicht, wenn dann hier unten in dem Unterstützungsbereich, wenn wir tatsächlich jetzt hier hängen bleiben, über den Rest des Tages nach oben laufen und nachmittags dann vielleicht sogar hier einen Red-to-Green-Tag sehen, also einen Tag, der negativ angefangen hat und dann positiv wird, dann kann man da mal drüber nachdenken, hier vielleicht was aufzubauen. Aber ich finde es nicht ideal, weil hier oben auch einfach immer noch dieser wirklich große Widerstandsbereich hier liegt. Okay, also das mal kurz zur Situation an den Indizes. Dann schauen wir jetzt mal auf den Euro-Dollar. Da gehe ich noch mal vorher kurz in die Präsentation hier rein. Und zwar hatten wir uns das hier ja angeschaut vor einiger Zeit. Das sind die Commitments of Traders Positionierung auf den Euro. Ja, wir haben hier das langfristige Euro-Bild seit Mitte 2015 hier so ungefähr. Sehen, dass wir sehr lange in einem Abwärtstrend gelaufen sind. Ja, und zwar hier sind wir sehr, sehr lange in diesem Abwärtstrend gelaufen, sind aus dem jetzt hier das erste Mal ausgebrochen. Und wenn wir den jetzt noch ein bisschen erweitern, ja, so in diesem Bereich hier, na, dann sehen wir, dass wir auch hier nach oben ausgebrochen sind. Das ist also prinzipiell klar bullisch. Man sieht ja auch, was hier für eine Bewegung draus gekommen ist. Allerdings sehen wir hier auch inzwischen, dass wir eine ganz extreme Short-Positionierung der Hedger haben und dass wir eine ganz extreme Long-Positionierung der Trader haben. Das letzte Mal, wo wir eine Long-Positionierung auf Seiten der Trader hatten, die ungefähr so groß war, wie sie jetzt ist, ja, das war hier. Und da seht ihr, was hier passiert ist. Ja, wir haben hier einen Trendwechsel gekriegt, ganz klar in die Abwärtsrichtung. Und zwar ungefähr von da, wo wir hier in diese Extrembereiche gelaufen sind. Dann waren wir einmal hier in einem Extrem. Ja, das fällt ganz gut zusammen mit diesem Zwischenhoch hier. Auch da gab es dann anschließend den Trendwechsel und wir sind jetzt fundamental in einer ähnlichen Situation wieder. Noch ein bisschen verschärft. Wir haben also ganz klare Short Hedges hier im Markt für den Euro-Dollar. Wir haben extreme spekulative Long-Positionen und das sind typischerweise Signale für mögliche Trendwenden. Ja, wir sind jetzt inzwischen noch mal hier oben hingelaufen. Das ist ein paar Tage alt, das Bild. Wir sind hier oben hingelaufen, haben jetzt gestern
so einen kleinen Turnaround-Tag gesehen und jetzt müssen wir mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Ich halte das für durchaus möglich, dass jetzt diese Commitments of Traders Positionierungen hier durchschlagen und wir nochmal eine Korrektur sehen in den Bereich 1,15 und dass es dann vielleicht weitergeht. Es ist aber auch genauso gut möglich, dass das gestern jetzt wieder so eine kleine Fake-Bewegung war, dass eben von den Marktteilnehmern weiter antizipiert wird, dass wir eine extrem steigende Geldmenge in den USA haben und dementsprechend sich diese Aufwärtsbewegung hier direkt weiter fortsetzt. Ja, und wir haben ja immer noch so den Zielbereich hier um 1,22, den langfristigen. Ja. Da muss man jetzt also ein bisschen schauen, wie sich das Ganze entwickelt innerhalb der nächsten Tage. Das ist aber auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Level, wo wir uns im Moment befinden. Und jetzt gehen wir hier einfach mal drauf auf den Euro. Ich gehe hier mal auf den Wochenchart. Ja, also hier ist ganz klar, wenn die Woche jetzt so schließt, wie wir hier im Moment uns befinden oder sogar vielleicht leicht rot schließt, dann haben wir hier eine extrem bärische Wochenkerze. Ja, wenn das Ganze dann ungefähr so aussieht, sage ich mal, wie hier. Ja, wenn wir so eine Wochenkerze kriegen, dann können wir davon ausgehen, dass die nächste Bewegung auch hier dann wieder deutlich nach unten läuft nach einem Ausbruch. Ja. Das ist so ziemlich die bärischste Kerzenformation, die wir überhaupt bekommen können. Das heißt, wenn jetzt hier noch ein kleiner roter Körper unten dran kommt, dann haben wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hier das Top gesehen. Ja, es ist auch auffällig, dass wir in diesem gesamten Bereich hier über 1,1840 nicht einen Wochenclose haben innerhalb dieser 4 Handelswochen, in denen wir uns jetzt schon in diesem Bereich hier aufhalten. Wir sind hier immer wieder nach unten abverkauft worden. Ja, und wenn wir jetzt mal hier links rüber schauen, was das für Level sind, ja, dann sind wir hier an diesen alten Hochs, hier und hier. Ja, und das sind eben deswegen alte Hochs, weil hier an diesen Stellen immer wieder Verkaufsdruck aufgekommen ist. Ja, und genau das Gleiche sehen wir hier auch. An diesen Stellen kommt immer wieder Verkaufsdruck auf. Und deswegen haben wir hier oben die großen Dochte. Das bedeutet, wenn die Bewegung sich jetzt hier nach unten weiter fortsetzt und wir vielleicht diese letzte steile, extrem steile Trendlinie hier dann auch brechen, dann haben wir, wie gesagt, eine hohe Wahrscheinlichkeit, in diesen Bereich hier um 1,15 nochmal reinzulaufen. Das wäre das, was ich hier erwarten würde, aufgrund der fundamentalen Ausgangslage von den Commitments of Traders und aufgrund der Verkäufe, die immer wieder hier über 1,1840 reinkommen und den Kurs einfach nicht nach oben ausbrechen lassen. Das ist also das Bild auf dem Wochenchart, auf dem Tageschart. Sieht das Ganze hier so aus? Ja, da sind wir eben oben hier kurz einmal reingelaufen, haben hier auch einen bullischen Close gemacht. Zu dem Zeitpunkt hier sah das alles noch ganz toll aus, vor 2 Tagen. Bullischer Close über dem letzten Hoch und gestern hat dann hier sehr dynamisch alles gedreht. Wir sind unter diese letzten beiden Tiefs hier tatsächlich gelaufen und das wird jetzt ja, eine entscheidende Bewegung, die hier läuft. Auf dem Tageschart ist der Trend. Den zeichne ich hier einfach mal kurz ein, jetzt von hier unten. Da ist es die Trendbewegung, wie sie hier läuft. Dann haben wir hier nochmal eine Korrektur gesehen, hier nochmal ein höheres Tief und dann das. Das heißt, von der Trendbetrachtung her ist das Ganze beendet, wenn wir hier unter die 1,17 ungefähr laufen. Also wenn wir unter die 1,17 laufen, dann ist dieser Aufwärtstrend beendet. Und dann haben wir auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, bis dahin hier dann vielleicht schon eine Abwärtssequenz aufgebaut zu haben. Und hier wäre der Triggerbereich um 1,17 eben für einen Short Trade, sage ich mal, mit Ziel dann hier zwischen 1,15 und 1,14. Ja, das wäre hier der Zielbereich. Das ist die Supportzone. Und wir sehen eben auch, dass hier vorher nichts mehr groß ist. Ja, in dieser Bewegung hier nach oben hat sich keinerlei Unterstützungslevel entwickelt, weil die einfach wie am Schnürchen gezogen hier nach oben gelaufen ist. Und das bedeutet halt, wie gesagt, häufig dynamische Bewegung
in die Aufwärtsrichtung. Wenn wir dann unter diese Triggerlevel hier fallen, dann kriegen wir halt oft auch dann die dynamische Bewegung in die Abwärtsrichtung. Und das wäre also das, was ich hier erwarten würde, wenn wir hier nach unten weglaufen. Ja, vielleicht ist es in der nächsten Woche schon so weit, dass wir hier eine Entscheidung kriegen. Ich glaube, jetzt die nächsten ein, zwei Tage wird das ein bisschen schwierig werden zu entscheiden, was man denn hier gerne traden möchte. Ja, auf der kurzfristigen Zeitebene, 4 Stunden, sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wir haben hier eine Seitwärtsbewegung gesehen, sind extrem dynamisch, wie man sieht, aus dieser Seitwärtsbewegung ausgebrochen und machen jetzt hier gerade eine neue Bear Flag. Ja, das ist eine Bear Flag auf dem 4-Stunden-Chart. Hier wäre also kurzfristig durchaus handelbar ein Ausbruch zur Unterseite mit Ziel, ja, hier so 1,17, diese grün markierte Unterstützungszone hier. Das wäre also durchaus möglich für sehr kurzfristige Händler, ne, die einfach den schnellen Ausbruch hier nach unten haben wollen, vielleicht sogar hier mit engen Stops arbeiten und dann die Zielbereiche im etwas größeren Zeithorizont suchen und dann hier ein sehr hohes Chance-Risiko-Verhältnis realisieren können. Das ist aber dann was für Daytrader. Ja. Okay, da kann man natürlich dann auch noch in die kleineren Zeitebenen reingehen, kann das hier auf dem Stundenchart runterbrechen. Ja, das wäre hier die Range auf dem Stundenchart. Ja, und da sehen wir auch ganz klar Trendindikator, ne? Ist negativ, hat auf der kleinen Zeitebene schon recht frühzeitig hier gedreht. Momentum nimmt ein bisschen ab. Wenn jetzt allerdings ein Ausbruch kommen sollte und hier wieder Dynamik reinkommt, dann wird hier werden die Kerzen hier auch wieder länger. Ja. Okay. Wenn man denn auf einen starken Euro setzen möchte, kann man das natürlich auch machen, indem man sich ein bisschen andere Währungspaare dann raussucht. Das heißt, das Ganze schaut, was haben wir denn ansonsten noch an Crosses, ja, an anderen Währungen, die vielleicht ein bisschen schwächer sind, wo man eine etwas höhere Chance hätte, vielleicht den Trade sauber durchzukriegen. Und da haben wir im Moment eine ganz gute Möglichkeit wo haben wir ihn hier? Im Euro New Zealand Dollar. Und zwar, naja, ich fange mal auch hier auf dem Wochenchart an. Wir sind im Wochenchart hier ganz klar aufwärts gerichtet. Wir sind noch nicht im überkauften Bereich. Wir sehen, dass der Trendindikator aufwärts läuft, RSI läuft aufwärts, alles schön, alles gut. Haben also den Vorteil hier im Wochenchart ganz klar auf der Long-Seite, weil wir auch diese letzte Abwärtssequenz, ja, die hier gelaufen ist, inzwischen gebrochen haben. Wir sind über dieses letzte Hoch drüber gegangen und damit sind wir hier aufwärts unterwegs. So also das Bild aus dem Wochenchart. Im Tageschart hatten wir uns das Ganze schon angeschaut und hatten gesagt, wenn wir über dieses Level rausgehen hier, ja, dann haben wir hier eben auch diesen schönen intakten Aufwärtstrend. Und dann haben wir erstmal hier oben Ziel Nummer 1 und hier Ziel Nummer 2 für eine Long-Position. Und das, was jetzt hier passiert ist, ist, dass wir nach diesem ersten Ausbruch ein schönes Retracement gesehen haben auf die Trendlinie gestern. Ja, schönes Retracement auf die Trendlinie und haben hier eine bullische Tageskerze. Ja, wenn wir also jetzt hier oben drüber laufen, dann wäre das ein kurzfristiges Long Setup. Und zwar für den Daily, ja, für diese beiden Ziele. Erstes Ziel hier 1,8251. Zweites Ziel bei 1,8251. Quatsch, hier bei 1,86. Ja, also erstes Ziel 1,8251. Zweites Ziel 1,8608. Okay. Im 4-Stunden-Chart können wir hier uns sogar so ein bisschen ein kleines Dreieck einzeichnen. Ja, da haben wir hier die obere Begrenzung, hier die untere Begrenzung. Also auch das ist bullisch. Da haben wir hier nochmal ein kleines Widerstandslevel. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier oben drüber laufen.
Das wäre also auch eine bullische Variante hier aus dem 4 Stunden. Und jetzt gehen wir noch mal in die ganz kleine Zeitebene. Ja, Stundenchart auch sehr schön. Hier ist die Fahnenstange, hier ist die Flag. Ja, und da sind wir gerade im Ausbruch über die Bull Flag. Den Widerstandsbereich sieht man hier noch mal ganz fein justiert. Hier, das ist der Widerstandsbereich. Na, das heißt, wer ein bisschen defensiver agieren will, der kauft tatsächlich erst, wenn wir aus diesem Widerstandsbereich hier nach oben ausbrechen. Ja, aber prinzipiell ist das Setup hier aufwärts gerichtet und dieses Widerstandslevel, was wir hier drauf haben, ich hole mal das Fadenkreuz rein. Ja, da sehen wir, das ist von gestern Nacht um 3, gestern Nacht um 4. Da ist die obere Begrenzung. Und wenn wir uns das Ganze jetzt auf dem Tageschart anschauen, dann sehen wir, dass wir, wenn wir über diese obere Begrenzung auf dem Stundenchart gehen, dann sind wir hier auch über das Tageshoch. Ja, und deswegen würde ich tatsächlich hier dieses Tageshoch als Triggerlevel benutzen. Und wenn man denn eine Long-Position aufbauen möchte, kann man das an solchen Stellen gut machen. Ja, weil wir haben jetzt hier die großen Trends Woche im Rücken, wir haben den großen Trend Tag im Rücken, wir haben hier den Ausbruch im 4 Stunden, haben dann den Ausbruch über den letzten Widerstandsbereich im Stundenchart und wir sehen auf allen Zeitebenen, ja, Trendindikator ganz klar positiv. Auf allen Zeitebenen. Und das ist etwas, was ich mir ganz gerne anschaue. Und was ich auch gerne sehe für Long-Positionen, dass das überall in die gleiche Richtung geht. Das wäre also das Setup im Euro New Zealand Dollar. Dann habe ich ein weiteres noch für heute. Und zwar gehen wir da mal rein in den Cut Swiss Franc. Ja, der sieht auf dem Weekly hier interessant aus. Wir sind im Wochenchart hier aus diesem großen. Also aus diesem großen Dreieck hier quasi ausgebrochen. Ich zeichne das gerade mal hier ein. Ein schönes, sauberes Dreieck im Wochenchart. Und jetzt, wenn wir uns anschauen, wie hoch hier so im mittleren Bereich ungefähr dieses Dreieck ist und nehmen diese Strecke und legen die hier ran, ja, dann kommen wir hier ungefähr unten auf 0,6550 so als Zielbereich für diesen Ausbruch und diesen Zielbereich haben wir hier quasi erreicht. Ja, da hat wirklich nicht viel gefehlt. Wir sind im Prinzip am ersten Zielbereich angekommen. Sehen, dass wir nach dem ersten Ausbruch dann hier auch ein Retracement gesehen haben und nach dem Retracement an dieses Ausbruchslevel nochmal einen weiteren Abwärtsmove, ja, ein weiteres Downleg. Sehr, sehr schön, war auch super zu traden hier im Prinzip dieser Rücksetzer. Und das, was jetzt auffällig ist, ist, wir sind nicht mehr unter das letzte Tief gegangen. Ja, das sehen wir hier. Wir haben ein höheres Tief gemacht und sind jetzt dabei, hier aus dieser bullischen Konstellation, aus dieser bullischen Flagge, wenn man sie denn noch so bezeichnen möchte, war zeitlich jetzt ein bisschen lang, aber im Prinzip sind wir dabei, aus dieser bullischen Flagge hier nach oben auszubrechen, sind auch über das letzte Wochenhoch gegangen. Das heißt, wenn die Bewegung sich jetzt weiter fortsetzt, wir haben eine Hürde hier und das ist dieses Widerstandslevel hier. Wir haben hier ein ziemlich dickes Widerstandslevel. Das ist so ungefähr der Kursbereich, an dem wir uns jetzt befinden. Wenn wir hier oben drüber laufen und wir dieses Widerstandslevel quasi beseitigt haben, dann haben wir Platz auf dem Wochenchart, so hier in diesen Bereich zu gehen. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal kurz auf dem Tageschart an. Ja, auf dem Tageschart haben wir hier eine bullische Konstellation und zwar dieses Dreieck, aus dem wir hier ausgebrochen sind. Wir müssen beachten, dass wir hier schon ein bisschen überkauft sind und auch noch im übergeordneten Abwärtstrend. Das Ganze würde sich aber wahrscheinlich erledigen, wenn wir ja auf der Woche nochmal hier nach oben ausbrechen. Das würde dann auf dem Tag so aussehen, dass wir dieses Level von gestern hier überschreiten.
Das kann man gut auf der kleineren Zeitebene hier umsetzen. Wir sind jetzt hier im 4-Stunden-Chart, ja, und haben diese letzte dynamische Bewegung von gestern gesehen und sind jetzt hier in einer Bull Flag. Ja, und das heißt, ich würde, um in so eine Position reinzukommen, jetzt darauf warten, dass wir hier nach oben ausbrechen, auch über dieses letzte hochgehen, dann an dieser Stelle einen Kauf tätigen und vielleicht sogar so als ersten Versuchsballon eine halbe Position nur nehmen und die halbe Position hier unten abstoppen und erst wenn sich das Ganze weiterentwickelt, die zweite Hälfte mit dazu nehmen. Ja, weil das ist jetzt wirklich ein Entscheidungslevel hier. Das ist wirklich eine Entscheidungssituation. Wir sehen, dass die Stochastik hier überkauft ist, dass wir im Begriff der Kreuzung sind. Das heißt, wir haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, hier nach unten wegzubrechen. Wenn das weit genug nach unten läuft, dann ist dieses Setup auch erstmal hinfällig. Aber prinzipiell, ja, wenn sich die Bewegung jetzt hier noch ein bisschen weiter nach unten fortsetzt und wir dann nach oben ausbrechen, wäre das Ganze auch in Ordnung. Ja, das würde ja einfach nur hier unser Stop-Level etwas verändern. Solange die Grundbedingung hier bestehen bleibt, kann man das Ganze durchaus so umsetzen. Ja. Also das wären hier mal ein paar Möglichkeiten, die sich für heute anbieten würden. Was mir hier eben besonders gut gefällt, ist, dass der Trendindikator auf Tag und auf Woche hier leicht nach oben driftet. Es könnte also sein, dass wir tatsächlich das Tief gesehen haben. Ja, wir sind hier auf 4 Stunden und auf Stunde sind wir schon grün. Und das, was mir hier auch noch gut gefällt, ist, dass wir hier eine bullische Kreuzung in der Stochastik haben. Ja. Ich will es einfach nochmal zeigen. Das ist in den großen Zeitebenen tatsächlich so, wenn diese bullischen Kreuzungen kommen, dann sind wir häufig an Bereichen, wo es danach dann auch wirklich erstmal ein paar Wochen aufwärts geht. Ja, hier hatten wir die nächste. Ja, und deswegen macht es schon Sinn, hier durchaus auch mal drauf zu gucken, was die Stochastik in den höheren Zeitebenen hier gerade sagt. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein Level, das muss bestätigt werden. Wir müssen tatsächlich erst hier oben drüber laufen. Vorher ist das Ganze dann hinfällig, wenn die Bewegung jetzt nicht direkt kommt. Gut. Weitere Fragen sehe ich jetzt hier erstmal weiter nicht. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch einen super erfolgreichen Handelstag und ja, morgen 8:30 Uhr, wie gewohnt inzwischen, sehen wir uns wieder. Würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin euch alles Gute und bye bye.